So, hallo. Ich habe jetzt hier eine Vorlage mir selber gemalt und ich möchte euch jetzt den Unterschied zwischen einem symmetrischen und einem asymmetrischen Schnitt erklären. Und ich programmiere gleich mit euch auch einen unsymmetrischen Schnitt auf der Strickmaschine ein. Also hier ist erstmal der unsymmetrische Schnitt. So sieht er auch im Computer aus. Und da fangen wir an unten rechts bei beiden Schnitten. Also fangen wir da an, da wo ich den Punkt gemacht habe. Und da gehen wir dann hier rum. Und der Endpunkt und der Startpunkt ist der gleiche. Die dürfen aber nicht übereinander laufen, die muss schon, müssen die ganz genau auf einen Punkt treffen. Also diese Form des Schnittes habt ihr zum Beispiel bei Raglan-Ärmeln, Raglan-Vorderteilen, weil ihr da eine ganz besondere Schnittform habt. Und da müsst ihr wirklich alle vier Seiten eingeben. Wir den symmetrischen Schnitt, den kennt ihr ja. Der ist so abgebildet im Computer. Und bei dem symmetrischen Schnitt, da fangen wir auch unten links an mit der Eingabe, gehen hier rum. Da endet der Endpunkt aber an der Symmetrielinie, die hier aufgezeichnet ist im PC. Hier oben endet dann die Eingabe. Das heißt, da unten fängt sie an und hier oben endet sie. Das ist dann die Mitte. So, und da können wir auch gleich mal anfangen, den Schnitt einzugeben. So, ich zeige euch jetzt, wie ich den Schnitt einprogrammiere. Wir wollen ja einen unsymmetrischen Schnitt machen und den müssen wir in einem ganzen Stück fertig machen, nicht nur eine Hälfte. So, da fangen wir an. Unten links fangen wir an. Also wir müssen erstmal das Designprogramm, das Blatt, den Pulli, den Stift aufrufen. Blatt, Pulli, Stift. Und dann machen wir einen Schnittentwurf, das heißt den Pulli und den Stift. Da. So, und die Schnitt Nummer 8. Jetzt müssen wir hier wählen, unsymmetrisch oder symmetrisch. Und wir nehmen jetzt den unsymmetrischen Schnitt. Da haben wir die Linie 1. Ja, die Linie 1, welche ist das hier oben? Das ist die quer. Anhand meines Schnittes, den habe ich ja hier aus der Zeitschrift liegen. Ist das die von unten links nach rechts rüber ist die Querlinie und die ist hier oben die 1. Von links nach rechts ist x, wollen die wissen, wie viel Zentimeter. Also erstmal ja und dann die Zentimeter sind 28 für ein halbes Schnittteil und ich soll ja den Ich will ja das ganze Schnittteil machen, also nehme ich das Doppelte, das ist 28 mal 2 sind 56. 56 Zentimeter. Jetzt die zweite Linie, die soll ja schräg nach oben gehen, nicht gerade. Deswegen ist das ja auch ein unsymmetrischer Schnitt, weil beide Seitenlinien schräge sind. Also mache ich da nach schräg oben, das ist die 3. Also erstmal bestätige ich die Linie 2, genau, und dann sage ich, ich möchte die hier oben haben, die 3. 3. Und die hat die Zentimeter laut meiner Schrift
53,5 cm. Also erstmal x ist 3 und nee, x ist nicht 3. Die gesamte nee, x ist quer, die Schrägung quer sind 5 cm. So, und jetzt kommt das y. Und da habe ich gesagt 53,5 cm. So, jetzt rechnet er das aus, die Schrägung. Jetzt kommt die dritte Linie. Ja, die dritte Linie will ich haben. Und dann nehmen wir, welche nehmen wir denn? Wir müssen jetzt den Armausschnitt machen. Auf der einen Seite. Das ist diese 11. Armausschnitt. Linie 11. Welche Linie ist denn das? Nach oben oder nach unten den Armausschnitt? Also von unten nach oben oder von oben nach unten? Also ich bin ja immer noch auf der rechten Seite, also von unten hoch zur Schulter. Das ist da, wo es jetzt gerade blinkt. Dann gucke ich mir das Bild an. Die wollen wieder wissen, die Zentimeter für x und die Zentimeter für y. Also erstmal x ist quer. Nur der Armausschnitt, das sind 8 cm. Und jetzt kommt y. Nur der Armausschnitt hat die Größe 18,5 cm. So. Jetzt hat er das ausgerechnet. Okay, ich bestätige ich. Jetzt kommt die vierte Linie. Ja, und jetzt kommt dieses kleine Schulterteil oben. Das sind nur 5 cm, weil dann kommt der V-Ausschnitt. 5 cm nach links rüber. Hä? Linienrichtung, das ist falsch. Ich habe die falsche Nummer gewählt. Mist. Muss ich nochmal zurückgehen? Nee, das war falsch. Das war falsch. Ich hätte die Steuertaste drücken müssen. Und nicht die Bestätigungstaste. Jetzt muss ich gucken. Was mache ich jetzt? Ich muss den nochmal aufrufen, den Schnitt. Vielleicht ist er ja noch da drin. Oder ist er da nicht drin? Ne? Ja, der ist da noch drin. Ne? Da jetzt kommt schon die nächste Nummer 9. Also, ändern muss ich den Schnitt. Das heißt, Polystift, genau, und Polystift und Blatt und dann Poly und Radiergummi. Nee, zwei Pullis sind hier drauf. Genau, Pulli, Pfeil, Pulli oder Hemd. Ist kein Pullover, sondern Hemd. So, die 8. Genau, die 8 bestätige ich, ja. Jetzt muss ich mich natürlich da durchklicken, wo ich eben war, weiß ich jetzt gar nicht mehr. 3, 5, das war die Seite. Jetzt kommt 3, das ist der Armausschnitt. Jetzt kommt 11, genau, der Armausschnitt, das war richtig. 8 cm, ja, das Maß Y war genau richtig, das ist richtig. So, und jetzt kommt 4, ja, aber ich wollte gar nicht 5 haben, sondern da hatte ich mich vertippt, da muss ich eine Querlinie nehmen, hier die 1. So, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Spur. Und 1 geht nach links rüber, weil das ja die Schulter ist. Und das sind nur 5 cm.
So, jetzt kommt der V-Ausschnitt erstmal runter zur Mitte. Da nehmen wir nicht 3, sondern wir nehmen hier 4 die Schrägung. 4. Und zwar nicht nach oben, sondern nach unten, von oben nach unten, weil das ist ja die erste Hälfte des V-Ausschnitts. So, das ist jetzt X. Der Ausschnitt auf der ersten Hälfte ist 10 cm breit. Und Y, die Höhe des V-Ausschnittes, hat 19 cm. Jetzt kommt die sechste Linie. Die sechste Linie kommt jetzt. Und die geht ja jetzt von der Mitte, also vom Dekolleté, nach oben zur Schulter auf der anderen Seite. Und da brauchen wir jetzt die 3 hier, die Schräge. Nach oben. 3. So, von unten nach oben. Pfeil geht nach oben, also richtig. Da wollen die wieder die Querzentimeter haben. Haben wir eben schon gehabt. Das sind 10. Und jetzt Y war 19. Da ist der V-Ausschnitt. Jetzt bin ich wieder oben. Und jetzt kommt wieder eine Querlinie, und zwar diese hier, die 1. Also erstmal ja und dann 1. Und da haben wir wieder die Schulter, und die ist ja nur 5 cm. Hä? Was ist das denn? Nochmal. Linie, welche Linie? 1. Die muss ich erstmal bestätigen. So, jetzt von Mitte zur Seite, ja. Und jetzt die Zentimeter 5. Ja, genau. Jetzt haben wir wieder die zweite Armkugel. Das ist die Linie 8. Okay. Und welche Linie nehmen wir jetzt? Die hatten wir hier, die 11. Auf der anderen Seite nehmen wir jetzt die mit dem Pfeil nach unten. Weil wir kommen ja jetzt von der Schulter, müssen jetzt nach unten. Dann gehen wir mit den Pfeiltasten rüber und bestätigen die andere Seite. So, jetzt ist X. Hatten wir ja die Maße, die müssen natürlich genauso sein wie auf der anderen Seite, sonst wird das schief und dann gibt es eine Fehlermeldung. Also es muss schon ganz genau gerade alles sein. Deswegen müssen die Maße auch gleich sein. Wenn man sich da vertippt, merkt man das, wenn man mit dem Schnitt durch ist, weil das klappt nicht. Also, was haben wir da jetzt für eine Zentimeterangabe? Welche? Da. Die Armausschnittkugel ist 8 cm breit. Und die Höhe 18,5. Ja. Jetzt kommt die 9. Linie. Jetzt sind wir in den Achsel. Also, ja, die 9. Und die müssen wir jetzt schräge wieder nach unten, weil da ist ja eine Schrägung wieder. Diese Schrägung, hier ist sie ja nicht, das ist eine gerade Linie. Also nehmen wir 4. Genau, von oben nach unten zeigt der Pfeil. Richtig. Jetzt will er wieder X haben, quer, und da hatten wir gesagt, das sind 5 cm. Und Y war die ganze hoch, das ist 53,5, die ganze Höhe. So, und jetzt ist der Endpunkt, muss mit dem Startpunkt übereinstimmen. Ja, Ende bestätigen wir jetzt. Hier sieht man nochmal schön, dass es genau am Startpunkt angekommen ist.
Und das ganze Schnittteil, das ganze Vorderteil ist jetzt fertig. Ende. Der Schnitt ist jetzt einprogrammiert. So, wir wollen jetzt den Schnitt aufrufen. Wir wollen jetzt anfangen zu stricken und dann müssen wir